Ja, und dann bin ich am 29. August, nee, 10. September. 10. September bin ich dann nachts, während Nachtschicht, bin ich dann geflüchtet. Der Kollege, der mit mir Dienst hatte, der musste mal austreten und die Gelegenheit habe ich dann genutzt und bin stiften gegangen. War das zu dem Zeitpunkt noch einfach, weil die Mauer noch nicht so gebaut war? Können Sie das noch mal Es war beschreiben? einfach, ja, es war noch keine Mauer. Da am Brandenburger Tor war noch keine Mauer. Ne? Das heißt, es war Stacheldraht gezogen oder was war Ja, da? so Stacheldraht war gezogen, aber das war kein Hindernis für mich. Ne? Und dann bin ich da drüber weg und über die Straße und dann in den Tiergarten. Ja. Und dann, ich habe aber, muss man sagen, ich habe aber meine Waffe mitgenommen, weil ich den Braten nicht getraut habe. Ich dachte, wenn das doch einer sieht und fängt an zu schießen, ja, dann musst du schon zurückschießen. Dann ist es ja mein Leben. Und ja, es ist aber gut abgegangen. Ich bin da geflüchtet und mir hat keiner gesehen. Die haben zwar gerufen, ich soll zurückkommen und war alles Mögliche. Und dann habe ich gesehen, dass da auf dem Mittelstreifen, Straße des 17. Juni, stand ein englischer Jeep mit englischen Soldaten. Und da bin ich dann eben hingerannt. Die haben mich gesehen, haben mich da hingerannt, rein in den Wagen. Und dann haben sie mich erstmal zur Polizeistation in Tiergarten gebracht. Die haben kurz eine Aufnahme gemacht. Und dann haben sie mich, bin ich nach zum Olympiastadion. Da hatten die Engländer ihr Hauptquartier. Und da bin ich dann hingebracht worden. Und was passierte dann dort mit Ihnen? Wurden Sie verhört? Ja, das war so, Samstag war das. Da habe ich mal Sonntag, hatte ich mal Ruhe gehabt. Da habe ich erstmal Zivilklamotten gekriegt, einen Anzug und Zivilsachen. Und dann am Montag, ja sicher, da ging das los. Dann am Montag also sind die Engländer von denen verhört worden und von den Franzosen und von den Amerikanern und von der deutschen Polizei. Und ja, bis es so rumgeht. Und dann bin ich in das Notaufnahmelager in Marienfelde gekommen. Was wollten denn die Alliierten, Westalliierten und auch die deutsche Polizei, westdeutsche Polizei von Ihnen wissen? Ja, in welcher Einheit und was für meine Ausbildung und was für Material in der Einheit ist. Ob die Panzer waren oder was für Ausrüstung da alles in der Einheit war. Und was ich außerhalb meiner Dienstzeit noch gesehen habe an militärischen Einrichtungen und so weiter. Das wollten die wissen.